Hallöchen zusammen, da bin ich wieder und ich freue mich, dass ihr auch wieder dabei seid hier auf meinem Kanal. Falls ihr neu seid, dann hallo und willkommen und ich hoffe, es gefällt euch, was ihr hier so zu sehen bekommt. Vor ein paar Wochen hat mich die Tanja von Your Sugar kontaktiert und gefragt, ob sie mir ein paar Sachen schicken darf zum Ausprobieren und zum Testen. Und natürlich mache ich sowas immer gerne, da freue ich mich immer drüber. Und ich habe hier jetzt also Nail Vinyls bekommen und zwei Metallic Nagellacke, die ich für euch teste. Für die Nagellacke mache ich Swatches, werde natürlich auch einen Stempeltest machen. Und mit den Nail Vinyls, da machen wir ein Nail Art Design auf meinen Naturnägeln. Und wir legen los mit den Nagellacken. Ich lege das mal ganz kurz zur Seite. Your Sugar liefert weltweit ohne Lieferkosten. Und ich linke euch natürlich die Links zu den Produkten, die ich euch heute zeige, direkt unten rein. Und dann könnt ihr da nachschauen, nach Preisen, nach allen Infos. Die Nagellacke, die ich jetzt hier habe, sind 6 Milliliter. Das sind solche Metallic-Chrom-Lacke. Und ich habe hier also schon Swatches gemacht für euch. Das schauen wir uns gleich an. Und dann haben wir hier einmal einen pinkfarbenen. Da ist er, hat also ein sehr schönes metallisches Finish, war ein bisschen streifig, als ich das aufgetragen habe, trocknet dann aber ohne Streifen und ich habe also auch einen normalen Topcoat drauf. Das sind normale Lacke, keine Gellacke. So sieht es dann also aus auf dem Nagel. Sehr schön. Und hier habe ich dann den hellblauen Lack. Das ist so ein mehr Stahlblau. Sehr, sehr schön. Ich zeige euch auch mal die Bürste. Das sind kleine Flaschen und dementsprechend auch kleine, kurze, etwas breitere Bürstchen. Diese Lacke immer schön schütteln, bevor ihr sie benutzt. Die müssen gut vermischt sein. Ansonsten setzt sich das metallische Silber so ein bisschen ab und dann hat man nicht den Effekt, den man gerne hätte. Hier haben wir also den Swatch für den blauen, für den stahlblauen Lack. Also auch ein sehr, sehr schöner Effekt. Die werden geliefert in so kleinen Tütchen. Das ist also alles gut verpackt gewesen, als ich es bekommen habe. Und von den Nail Vinyls, das zeige ich euch auch kurz, bevor wir dann mit den praktischen Sachen anfangen. Die wurden also auch hier entsprechend in so Zellophantütchen geliefert. Die Nail Vinyls, da ist dann ein Sheet mit Vinyls drin. Ich habe also zwei verschiedene Designs. Das ist Plastik, das ist kein Papier, sondern das ist schon Plastik, was sich sehr gut biegen lässt. Und man kann die also hier auch schön ablösen. Nail Vinyls benutzt man ja entweder direkt auf dem Nagel oder, was ich euch heute zeigen werde, ich werde also Decals, Sticker machen auf meiner Nail Mat und werde die dann auf die Nägel aufbringen. Und hier haben wir wunderschöne Rosen und Herzen. Wenn ihr die direkt auf dem Nagel benutzt, muss euer Topcoat gut trocken sein. Also ihr braucht auf alle Fälle einen Topcoat, weil ihr sonst mit den Nail Vinyls, wenn ihr die abzieht, euch die Farbe wieder runterzieht, für diejenigen, die so Nail Vinyls noch nicht benutzt haben. Dann haben wir hier Herzen, auch sehr, sehr schön ein Sheet. Das ist einmal hier so ein Herz, was so rundum geht und dann haben wir hier so ein Herzen, die über den ganzen Nagel gehen. Auch hier, das kann man dann, ich habe es hier oben schon mal probiert, so abziehen und entsprechend auf dem Nagel aufbringen oder halt eben auf der Matte, wenn ihr sowas habt. Ich werde heute drei verschiedene holographische Lacke nehmen und werde hier die Rosen ausfüllen und da werde ich dann Decals machen. Wenn man die Vinyls direkt auf dem Nagel benutzt, muss man die natürlich fest andrücken. Das ist hier hinten auch erklärt, wie man das macht, dass man also erst die Grundfarben macht, dass man warten soll, bis es wirklich komplett trocknet ist, dass man dann mit einer anderen Farbe drüber geht
und dass dann hier, sobald man die Farbe aufgetragen hat, während der Lack noch nass ist, das Vinyl direkt abgezogen wird. Und dann zum Schluss kann man dann einen Topcoat drauf machen. Ich werde euch das jetzt praktisch alles zeigen. Wir machen hier Stamping-Tests mit den Metalllacken und wir machen ein Design mit den Nail Vinyls auf meinen Nägeln hier. Wie immer lasse ich das Praktische schneller laufen, also zurücklehnen, entspannen, was zu trinken holen, mir hier beim Fütteln zusehen und wir sehen uns dann hinterher mit dem fertigen Design und den Stamping Swatches. Bis gleich. Da bin ich wieder und ihr habt's sehen können. Stempeln mit den beiden Chromlacken ist sehr, sehr schwierig. Ich würde das also auf gar keinen Fall machen, wenn ihr Anfänger seid. Es hat nur funktioniert, als ich einen Stempel genommen habe, der sehr sticky ist. Also wo die Farbe dann wirklich auch klebt und super schnell gearbeitet habe. Es sieht schön aus, wenn man es denn hinbekommt.
Und es geht auch nicht mit dünnen Linien. Das sind nur so Designs, die wirklich ein bisschen voller sind, mit denen das funktioniert. Die Lacke trocknen einfach zu schnell. Aber es funktioniert, wenn man es denn machen möchte. Man muss halt wirklich sehr, sehr schnell arbeiten. Und das ist halt auch nicht der Sinn und Zweck. Der Sinn und Zweck ist, dass das ein metallisches Finish gibt. Und das ist wirklich sehr schön bei den Lacken. Dann die Vinyls. Das hat sehr gut funktioniert mit meiner Nail Art Matte hier. Das fand ich wirklich gut. Und die Rosen sind sehr schön. Zeige ich euch gleich. Ich fand das jetzt auch mit der Nail Art Matte wirklich einfach. Man trägt das auf, zieht das Vinyl ab und dann lässt man es einen Moment antrocknen, dann einfach klaren Nagellack drüber und dann habt ihr ein Decal, was ihr auf die Nägel auftragen könnt. Nochmal vielen Dank an Tanja von Your Sugar, die mir die Sachen hier zur Verfügung gestellt hat, die Produkte. Ich linke euch das wie immer alles unten rein, die ganzen Infos, die direkten Links und falls ihr da was bestellen würdet, könnt ihr das natürlich gerne machen. Und dann schauen wir nochmal hier nach meinen Röschen. Die sind natürlich sehr, sehr schön geworden. Das finde ich total witzig jetzt auch mal. Alles hier mit holographischen Lack. Aber ihr könnt sehen, das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und man kann das auch mit mehreren Farben schön entsprechend einteilen. Da läuft nichts ineinander. Oder man kann natürlich, wenn es andere Muster sind, wie die Herzen jetzt zum Beispiel, auch ein Gradient machen mit so einem Make-up-Schwämmchen, das würde auch funktionieren. Was meint ihr zu den Produkten? Gefällt's euch? Sagt mir eure Meinung unten in den Kommentaren. Ich freue mich immer, wenn ich eure lieben Kommentare lese. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, natürlich gerne auch unten in der Kommentarbox. Ich antworte auf alles. Das war's dann für heute. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auch über einen Daumen hoch. Nicht vergessen zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Hier unten, wo mein Bild ist, einfach draufklicken. Das kostet euch nichts und dann verpasst ihr keins meiner künftigen Videos. Und ich würde mich freuen, weil dann sehe ich euch demnächst mal wieder. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen eine wundervolle Zeit, wo immer ihr auch seid. Und tata, bis zum nächsten Mal.